Organspende geht uns alle an. Das ist der Titel der Veranstaltung heute. Wir melden uns hier aus dem Kreishaus Vechta. Der Landkreis Vechta und das St. Marienhospital in Vechta haben in Zusammenarbeit diese Veranstaltung konzipiert, um über die aktuelle Situation zur Organspende und die Diskussion über mögliche Gesetzesänderungen aufzuklären. Ich stehe jetzt hier mit dem Landrat des Landkreises Vechta, Herbert Winkel. Herr Winkel, warum hat der Landkreis Vechta diese Veranstaltung unterstützt? Warum ist er Mitveranstalter? Wir wurden angesprochen vom Marienhospital und die kamen mit der Idee, doch mal was zur Organspende zu machen. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland viel zu wenig Organspender haben und da war ich spontan bereit, dass wir das hier im Kreishaus machen können, um die Bevölkerung breit zu informieren. Haben Sie denn auch schon mal im Freundes-, Familienkreis, Bekanntenkreis, mal in der Politik oder sonst bei der Arbeit auch schon mal das Thema Organspende besprochen? Also wir diskutieren insbesondere zu Hause, weil meine Frau ja nun auch in dem Bereich arbeitet, sehr viel darüber und auch, haben auch durchaus schon mal kontroverse Diskussionen dazu. Ja. Der Landkreis Vechta hat ja auch was mit dem Thema Gesundheit zu tun, beispielsweise die Gesundheitsregion oder die drei Krankenhausstandorte in Vechta. Warum ist Ihnen das Thema Gesundheit auch heute bei dieser Veranstaltung so wichtig? Was spielt die Gesundheitspolitik im Landkreis Vechta für eine Rolle? Also wir sind ja in den letzten Jahren sehr viel besser aufgestellt, was dieses Thema betrifft. Wir sind mittlerweile Gesundheitsregion und in diesem Zusammenhang spielen natürlich insbesondere auch Alter, Pflege und insbesondere die Situation des Menschen im Krankenhaus auch eine große Rolle. Wir diskutieren im Moment über Krankenhausstandorte und die gesundheitliche Versorgung im Landkreis und das sind alles Themen, die uns natürlich bewegen. Bei mir ist Luisa Huwe. Sie ist heute hier bei der Veranstaltung zu Gast, kommt aus Aiglingen im Landkreis Celle und hat selber ein Organ bekommen und das ist auch noch gar nicht so lange her. Frau Huwe, erzählen Sie uns doch mal, um was für eine Organspende hat es sich bei Ihnen gehandelt und warum ist es dazu überhaupt gekommen? Warum war das notwendig? Also ich habe am 13.04. ein Herz bekommen, diesen Jahres, das heißt, das ist jetzt fast 6 Monate her. Grund dafür war ein gutartiger Tumor im Herzen, der ungefähr so groß war wie das Herz selber und war so verwachsen, dass es eben inoperabel war. Das wurde schon mal probiert zu operieren, lief sehr schief mit künstlichem Koma und so weiter. Das war vor 5 Jahren. Dann habe ich mich relativ gut erholt und jetzt kam Anfang des Jahres eben wieder Rhythmusstörung. Ich hatte ein Defi implantiert, der 3-mal ausgelöst und da war halt für alle klar, dass es jetzt eben nicht anders geht, weil das unberechenbar ist mit dem Tumor und dann wurde ich auf die Warteliste gesetzt. Kann man das beschreiben, wenn Sie auf der Warteliste sind und das Herz ist ja dann doch eben auch ja, ein ganz zentrales Organ im wahrsten Sinne des Wortes. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Dass ich auf die Warteliste muss. In dem Moment war ich total bereit dafür, weil nach einem dreifachen Defischock, den man selber miterlebt, wo man bei Bewusstsein ist und gemerkt hat, dass man fast eben gestorben wäre, ist man für alles bereit, was einen eben retten kann. Und da habe ich gesagt, so jetzt will ich das auch und führt gar keinen Weg dran vorbei. Das heißt, der Leidensdruck war groß genug und das war für mich dann klar die einzige Möglichkeit. Und wie lange war die Wartezeit, bis Sie gewartet haben oder warten mussten, bis das Herz gekommen ist? 6,5 Wochen, das ging schnell. Ich habe eine gute Blutgruppe und von daher hatte ich Glück im Unglück, ja. Und Sie sind ja jetzt heute hier und sehen ja auch gesund aus. Wie geht es Ihnen seit der Transplantation, seitdem Sie das neue Organ haben? Wie hat sich Ihr Leben verändert? Also ich habe mich erstaunlich schnell erholt. Nach einer Woche saß ich wieder auf dem Ergometer-Fahrrad im Krankenhaus, war nach 3 Wochen wieder in der Reha, nach 4 Wochen dann, also nach 7 Wochen zu Hause. Es hat ein bisschen gedauert, bis man jetzt wieder fit ist und ich war vorher ja auch nicht direkt schlapp. Meine Herzleistung war ja noch ganz gut. Es waren eben diese Rhythmusstörungen, die lebensgefährlich waren. Aber mittlerweile merke ich, dass ich einfach fitter bin, dass ich wacher bin, dass ich nicht mehr so viel schlafen muss tagsüber und dass ich einfach mehr Lust habe, auch irgendwas zu machen. Ja. Wir haben auch heute viele Leute hier, die noch keinen Organspendeausweis haben. Wenn Sie jemanden, der sich überlegt, einen Organspendeausweis auszufüllen, wenn Sie ihm einen Rat geben könnten, oder ein Tipp oder vielleicht ein bisschen bei der Entscheidung helfen könnten. Was würden Sie sagen? Vielleicht muss man sich immer mal überlegen, was wäre, wenn Sie selber in der Situation wären. Ich denke, kaum jemand würde sagen, nein, ich möchte das nicht annehmen, weil ich gegen Organspende bin. Ich denke mal, wenn das Leben auf dem Spiel steht und man darauf angewiesen ist, dann nimmt man das auch an. Und sei es man selber oder jemand im verwandten Bekanntenkreis und ja, vielleicht einmal die Kehrseite betrachten. Herr Professor Maskop, nach der jetzigen rechtlichen Lage, wann dürfen Ärzte überhaupt ein Organ entnehmen?
In Deutschland ist das gesetzlich geregelt im Transplantationsgesetz, das wir seit 1997 haben. Und da heißt es, dass beim Patienten ein Organ nach dessen Versterben entnommen werden darf. Also ich mache einen Unterschied zwischen der Lebensspende. Das sind andere Dinge, die auch unproblematischer sind. Aber wenn Sie fragen, wann er nach dem Tod ein Organ entnommen werden darf, dann ist es so, dass der Hirntod obligat bestimmt sein muss. Das geschieht durch zwei unabhängige Fachärzte in Deutschland. Einer davon muss Neurologe oder Neurochirurg sein. Oder wenn es sich um einen Jugendlichen bis zum 14. Lebensjahr handelt, muss er Neuropädiater sein. Es wird ein bestimmtes Protokoll erfüllt. Das wird besonders gut dokumentiert. Beide Untersucher recherchieren nochmal auch das Protokoll des anderen, zeichnen es gegen. Und erst wenn diese Prozedur, die quasi rezepthaft abläuft, vollfüllt ist, erst dann ist der Hirntod bestimmt. Dann muss man fragen, ob es im Willen des Betroffenen lag, ein Organ geben zu wollen. Und wenn auch das mit Ja beantwortet werden kann, dann darf ein Organ genommen werden. Also man sieht schon, das ist eine sehr strenge, strikte Regelung, weil es gibt ja hin und wieder auch mal Befürchtungen, dass Leute sagen, naja, vielleicht kommt es schon zur Organentnahme und man ist noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ist dieser Patient jetzt tot oder nicht. Solche Befürchtungen gibt es. Aber das ist schon eine sichere Methode aus Ihrer Sicht? Anhand dieser kurzen Schilderungen sagte ich Ihnen, wie komplex und wie sorgsam das vorgenommen wird. Und man kann sagen, dass die Diagnose des Hirntodes die sicherste Diagnose innerhalb der Medizin ist. Und wenn man sich daran hält, so wie es seit dem 9. April 1982 im Deutschen Ärzteblatt publiziert ist, wenn man sich daran hält, ist in Deutschland bis auf den heutigen Tage keine unzutreffende Diagnose des Hirntodes festgestellt worden. Und ich kann sagen, das wird überprüft von der Prüfungskommission der Bundesärztekammer. Andersrum wird man auch sagen können, dass jeder, der auf einer Intensivstation einmal gearbeitet hat, weiß, welche Berufsgruppen und auch in welcher Spannung diese Berufsgruppen arbeiten. Wenn irgendwo unzutreffend in Deutschland seit 1982 der Hirntod bestimmt worden wäre, wäre das ruchbar geworden. Wir sprechen jetzt mit Anita Wolf. Sie ist heute aus Hamburg zu uns gekommen und ist Angehörige eines Organspenders. Frau Wolf, können Sie mir einmal die Geschichte dazu erzählen? Also mein Mann hatte vor jetzt 3 Jahren einen Schlaganfall, der an einer sehr schwierigen Stelle war, sodass er sehr lange brauchte, um überhaupt wieder sozusagen ins Leben zu kommen. Das hat er auch alles gemeistert, kam nach Hause, aber hätte noch eine gewisse Wegstrecke vor sich. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, dass ihm das alles zu viel wurde und er halt einfach die Hoffnung aufgegeben hatte. Bekam dann nochmal einen Zusammenbruch. Die Ärzte wussten nicht, 2. Schlaganfall, Herzinfarkt. Er kam jedenfalls ins Krankenhaus und dort ist er dann nach 3-4 Tagen verstorben. Beziehungsweise hat man dann den Hirntod festgestellt. Und dann wurde an mich die Frage eben gerichtet, ob ich Organe freigeben würde. Und wie haben Sie sich da entschieden? Es war erstmal eine etwas schwierige Entscheidung, weil er hatte, ja, man sagt das immer so leicht, man ist fern und man mag nicht darüber sprechen oder man soll, der gebildete Bürger soll da sich einmal Gedanken zu machen. Er hat sich immer leider da verwehrt, er wollte darüber nicht sprechen. Aber so Instinkt, also ich habe die Idee gehabt oder sagen wir mal den Eindruck gehabt, er würde es doch ganz gerne haben, dass die Organe gespendet werden. Deswegen habe ich mich letztendlich relativ dann doch schnell dafür entschieden und ich habe es halt bis heute auch nicht bereut, das gemacht zu haben. Was würden Sie anderen Menschen raten, anderen Angehörigen oder auch Leuten, die selber über eine Organspende nachdenken, nach dem Tod beispielsweise oder auch eine Lebensspende? Gibt es irgendwie aus Ihrer Sicht ein Tipp oder ein Ratschlag für Leute, die darüber nachdenken? Ich würde sagen, dass jeder sich darüber Gedanken machen soll und sich entscheiden soll, egal wie, ob er Ja oder Nein sagt. Wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Das hilft den Angehörigen dann leichter in dieser Situation, die ja dann in der Regel ja auch recht plötzlich kommt, dann die richtige Entscheidung, also im Sinne des Verstorbenen, zu treffen, denn es ist natürlich schwierig. Bei mir war es jetzt nur ich, die diese Entscheidung treffen musste, aber ich habe schon von vielen gehört, dass im Familienkreis das kontrovers diskutiert wird. Und gerade dann ist es wichtig, dass man eine und selber auch die Entscheidung trifft. Also es gibt ja im Organspendeausweis ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich überlasse es meiner Familie zum Beispiel. Aber ich würde sagen, der
der Mensch sollte sich selber, das ist seine Situation, sein Leben, und da er soll sich entscheiden. Und wie er sich letztendlich entscheidet, das ist seine Sache. Und er soll sich nur entscheiden. Jetzt spreche ich hier mit Herrn Döde von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Herr Döde, wie sind im europaweiten Vergleich eigentlich die Zahlen von Organspendern in Deutschland und im Vergleich mit anderen Ländern? Also man muss klar formulieren, dass Deutschland schon sehr weit hinten in Europa ist. Es ist ja immer die Frage, wie Sie das bemessen. Klassischerweise wird Organspender in pro Millionen Einwohner gerechnet, damit Sie Länder, die klein sind, Luxemburg, mit großen Ländern wie Deutschland vergleichen können. Deutschland hat im Augenblick so etwas über 10 Organspender pro Million Einwohner. Andere Länder haben 20 oder 30 Spender pro Million Einwohner, also das 2- bis 3-fache. Da ist Deutschland schon an der Grenze dessen. Und was meinen Sie, wie kann man die Organspendezahlen erhöhen? Bedarf es der Aufklärungsarbeit? Heute steht ja auch so in dem Einladungsflyer vom Landkreis und dem St. Marienhospital, es müsste eine Kultur der Organspende entwickelt werden. Was braucht es dafür? Ja, es braucht, glaube ich, zwei Dinge. Es braucht zweifelsfrei Aufklärungsarbeit, aber in zwei verschiedenen Bereichen. Es braucht einmal die Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung. Die Bevölkerung muss einfach noch mehr mit diesem Thema konfrontiert sein. Man muss erstmal aufgeklärt sein, bevor man sich eine eigene Meinung bilden kann. Über etwas sich eine eigene Meinung bilden, was man gar nicht kennt, ist immer schwierig. Hat gar nichts mit Organspende zu tun. Aber der zweite Block, auch in Krankenhäusern bedarf es sicherlich noch weitergehender Strukturen. Also in manchen Krankenhäusern ist das einfach noch nicht so auf dem Schirm, das Thema. Und in der allgemeinen Arbeitsverdichtung wird das dann auch mal schnell übersehen. Also es müssen beide Blöcke letztendlich abgearbeitet werden. Und wie sieht die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland eigentlich aus zum Thema Organspende? Es wird ja diskutiert zwischen der sogenannten Widerspruchslösung und der Entscheidungslösung. Wir haben ja momentan die Entscheidungslösung. Was heißt das? Können Sie das mal kurz beschreiben, wie es aktuell rechtlich aussieht? Im Augenblick ist letztendlich die Entscheidungslösung ja eigentlich eine Zustimmungslösung. Das heißt, der Patient oder seine Angehörigen müssen zugestimmt haben. Es wird dann nur Entscheidungslösung genannt, weil jetzt noch zusätzlich hinzukam, dass regelmäßig, in der Regel alle 2 Jahre, die Bevölkerung gefragt wird von den Krankenkassen, wie steht ihr zu dem Thema, wie seht ihr das? Und da soll sich die Bevölkerung, sie muss es nicht, aber sie soll sich nach Möglichkeit entscheiden, ob dafür oder dagegen. Aber es bedarf zwingend einer Zustimmung. Wenn es keine Zustimmung gibt, gibt es keine Organspende. In Zukunft soll es anders werden. Da soll es eine Widerspruch oder wird diskutiert. Es ist ja noch nicht entschieden. Es gibt ja verschiedene Gesetzesentwürfe. Aber einer der Entwürfe besagt, dass es die Widerspruchslösung geben könnte. Das heißt, solange nicht widersprochen wurde, kann eine Organspende durchgeführt werden. Wobei es letztendlich eine doppelte Widerspruchslösung ist. Also es muss sowohl von entweder muss der Patient widersprochen haben oder seine Familie muss im Nachgang stellvertretend widersprochen haben. Deswegen doppelte Widerspruchslösung. Aber der Ansatz ist halt ein anderer. Aber es ist nicht entschieden und es ist nicht das einzige Gedankenmodell, was in diesem Kontext existiert. Gut. Wir haben ja momentan, glaube ich, fast 10.000 Personen, Patienten, die auf eine Organspende warten oder eine Transplantation laut der Liste von Eurotransplant. Wie haben sich die Zahlen in den letzten Jahren entwickelt? Gibt es da irgendwie eine Tendenz? Ist das gleichbleibend? Können Sie dazu noch was sagen? Man muss feststellen, dass die Zahl ein kleines bisschen abgenommen hat. Das ist auf den ersten Blick erstmal verwirrend, wenn die Anzahl an Organspendern abnimmt, warum dann auch die Anzahl an Wartelistenpatienten abnimmt. Aber es wird inzwischen zunehmend nach Alternativen geguckt. Es wird geguckt, ob in der Not der Familie nicht eine Lebensspende von einem nahen Angehörigen bei der Leber- oder bei der Nierenthematik entsprechend durchgeführt werden kann. Manche Patienten lassen sich auch nicht mehr auf die Warteliste setzen, weil sie sagen, das dauert mir zu lange und die Wahrscheinlichkeit ist zu gering. Dann lebe ich lieber den Rest meines Lebens mit einer Blutwäsche, mit einer Dialyse. Bei mir ist jetzt Alfred Sildmann. Er ist heute aus Bad Bergen zu uns gekommen und hat eine ganz interessante Geschichte. Herr Sildmann, Sie sind selber Organempfänger. Erzählen Sie uns ein bisschen dazu. Ja, ich habe damals beide Nieren kaputt gehabt, habe 3,5 Jahre an der Dialyse gelegen und mit 37 Jahren schon und bin dann also, habe Muskelschwund und Nervenschwund in den Füßen bekommen und konnte nicht mehr frei gehen. So dass die Ärzte sagten, in einem halben Jahr säße ich also spätestens im Rollstuhl und bin dann in Hannover neu wieder vorstellig geworden und habe dann in eine Dringlichkeitsliste bin ich dann gekommen, um
habe dann noch ein Vierteljahr gewartet und habe dann also ein Angebot eines Organs bekommen. Dieses Organ war gelbsuchtverdächtig. Dadurch habe ich das nicht erhalten, musste noch mal einen Monat ungefähr warten. Ich habe dann noch mal einen Termin gekriegt, um ein Organ zu empfangen, und das hat dann geklappt. Und toi, 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 es sind jetzt 31 Jahre, wo ich dieses Organ schon habe. Eine Niere ist das, ne? Die Niere, ja. Und wie hat sich Ihr Leben danach verändert? Mein Leben, da ich damals ja durch die Arbeit, also aus dem Arbeitsleben ausgeschieden bin, bin ich Rentner geworden und ja, habe mich da ziemlich dran gehalten, dass man also wenig Alkohol trinkt und sonst viel trinkt, also 2,5 bis 3 Liter pro Tag trinke ich, um die Niere, eine Niere zu erhalten. Und bin jetzt also Mitglied, seit 30 Jahren auch Mitglied einer Selbsthilfegemeinschaft im Vorstand der Niere im Bezirk Vechta, Kloppenburg, Bassum und Damme und Diepholz. Bei mir ist jetzt Dr. Christian Hönemann. Er ist Chefarzt der Anästhesie am St. Marienhospital, dort auch Organtransplantationsbeauftragter, und er hat einen Lehrauftrag an der Universität Münster, an der medizinischen Fakultät, wenn das richtig ist. Herr Dr. Hönemann, warum liegt dem St. Marienhospital, warum liegt Ihnen das Thema Organtransplantation, Organspende so am Herzen? Tatsächlich hatte ich meinen ersten Kontakt damals schon an der Universitätsklinik in Münster. Dort hatten wir eine große Neurochirurgie und es war eigentlich ein Ereignis, das wir relativ häufig beobachten konnten, dass hier ein Tod eintrat. Und über Herrn Professor Fasselt, damals unseren Seelsorger, haben wir auf hervorragende Art und Weise unsere Patienten begleitet und zur Organspende führen können. Und wir waren damit sehr erfolgreich. Und irgendwie habe ich die Furcht davor verloren und versuche das jetzt quasi in unserem Marienhospital in Vechta weiterzuführen. Und haben hier auch 2015 eine Auszeichnung der DSO gewonnen, dass wir das ganz erfolgreich machen. Die Furcht so ein bisschen davor verloren, da haben Sie ja schon mal ein wichtiges Stichwort auch gebracht. Sie haben ja einen Vortrag gehalten, auch zum Thema Vorbehalte, Vorurteile, ja vielleicht sogar auch Fehlinformationen, die es rund um die Organspende gibt. Welche Vorbehalte begegnen Ihnen denn da am häufigsten? Naja, das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Leute verunsichert werden. Es werden dann immer Begriffe verwechselt. Da wird ein Wachkoma-Patient mit einem Hirntoten verglichen, was einfach nicht der Fall ist. Es werden Begriffe durcheinander geworfen, es werden Halbwahrheiten und Unwahrheiten dann auch weitergegeben. Und leider finden die in der Presse und in der Zeitung im Moment einen großen Raum, in Leserbriefen und auch Zeitungsartikeln, und werden meiner Meinung nach nicht in den richtigen Blickwinkel geschoben. Und da muss man was machen, daher diese Veranstaltung. Wenn ich jetzt einen Organspendeausweis haben möchte, wie komme ich dann am schnellsten zum Organspendeausweis? Ist das leicht? Ist das mit Arbeit verbunden? Wo bekomme ich den eigentlich? Also am einfachsten ist es tatsächlich zu Hause, Computer, Internet, runterladen, ausfüllen, fertig. Das ist sehr einfach. Das ist sehr einfach. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Hönemann, dass Sie sich auch Zeit genommen haben, und noch eine gute Veranstaltung. Dankeschön.